Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Drittligaspiel des SV Grünwald Schwerin zu Gast beim Rostocker HC. Und wir freuen uns über die ganzen Zuschauer, die wir die mal auch einmal grüßen würden, die sich verteilt haben in Mecklenburg, Leipzig, Hamburg und anderen Teilen Deutschlands. Und dafür haben wir uns was Besonderes gedacht. Lothar Goldschmidt, der Trainer des Rostocker HC, erklärt uns jetzt mal, warum er heute gewinnt. Oh, ja, also ob wir das gewinnen und warum, werden wir sehen. Aber auf alle Fälle haben alle meine Mädels den großen Willen zu gewinnen und sind ganz heiß auf das Spiel und freuen sich drauf. Und wir haben auch das erste Mal in dieser Saison mal wieder alle an Deck. Und von daher sind alle motiviert, alle heiß. Und ich denke mal, der den größeren Willen heute hat, der gewinnt das Spiel. Den großen Willen habt ihr gezeigt beim Hinspiel in Schwerin. Ihr habt das Spiel zwar verloren, aber moralisch seid ihr sicherlich als Sieger vom Feld gegangen. Zweite Halbzeit deutlich dominiert, deutlich gewonnen. Eigentlich nur zweimal die zweite Halbzeit wiederholen, dann ist alles gut heute. So sieht's aus, ja. So kann man das im Prinzip sehen. Nein, das war schon sensationell, was wir da in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen mit der Aufstellung, die wir dort hatten, geleistet haben. Also da bin ich immer noch ganz doll stolz drauf, auch die Mädels selber. Und das ist Motivation genug gewesen für das heutige Spiel, dass wir mit der Aufstellung dort so eine Leistung vollbracht haben. Und wenn wir das so annähernd umsetzen können heute, von dem Willen, von der Bereitschaft, dorthin zu gehen, wo es auch wehtut, dann ist mir nicht bange heute. Der Schweriner Trainer hat dem eigentlich nur eins entgegenzusetzen. Ich habe noch nie gegen Rostock verloren. Schafft Lothar Goldschmidt das heute? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, Lutz ist ein alter Hase in dem Geschäft. Und das stimmt, er hat schon sehr viele Spiele siegreich gestalten können gegen Schwerin. Bei mir bin ich ja nun noch nicht so lange im weiblichen Bereich tätig. Also da ist noch fast ausgeglichen. Aber und zu Hause habe ich noch nicht verloren gegen Schwerin. Und so kann ich das natürlich auch sehen. Und das soll auch so bleiben. Ja, das letzte Spiel habt ihr 36-30 hier in eigener Halle gewonnen. Überraschend für alle Schweriner jedenfalls. Lutz hat ebenfalls gesagt, es ist ein großes Derby. Es sind viele Emotionen mit im Spiel. Und wer das als erstes vergisst und Handball spielt, der gewinnt heute. Ja, so kann man das ausdrücken. Wie gesagt, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Mannschaft mit dem größeren Willen, die wenigsten Fehler machen, die gewinnt das Spiel heute. Und hoffe dann natürlich auch auf die Unterstützung unserer Zuschauer, die heute auch wieder zahlreich hier sind in der Halle und das Derby zu Beginn des Jahres sich nicht entgehen lassen. Das war ähnlich im letzten Jahr. Da hatten wir auch wirklich volles Haus mit über 400 Zuschauern. Wenn das heute annähernd so ist, dann freue ich mich und dann wollen wir denen natürlich auch ein tolles Spiel bieten. Ja, und ob das ein tolles Spiel wird, ob es reicht für Rostock oder am Ende Schwerin die Punkte mitnimmt in die Landeshauptstadt, das schauen wir uns jetzt an mit den hoffentlich 400 Zuschauern hier in der Halle und mit den Zuschauern vom Schweriner Fernsehen. Hier kommen die Rostock Dolphins. Und das ist die Ausstellung. Im Tor Nummer 1, Roxy Kmester. Mit der 16. Tor Annelie Freitag. Mit der 2, Katrin Horke. Mit der 4, Jenny Schlegel. Die 5, der Kapitän Isabel Duwe. Mit der 6, Caroline Schallock. Mit der 11, sie ist mir gesund, Luise Scheele. Mit der 13, Lisa Goldschmidt. Mit der 15, Lena Schmidt. Mit der 17, Jana Deinert. Die 21, Nele Reimer. Mit der 22, Nele Spiekermann. Mit der 23, Franziska Wilken. Und mit der 89, Viktoria Schlegel. Der Trainer heißt Lothar Goldschmidt, betreut wird die Mannschaft von Christine Ferch. Alle zusammen sind sie der Rostocker Handballclub.
und damit jetzt auch willkommen vom Kommentatorenplatz zum Spiel des Rostock AC gegen den SV Grünwald-Schwerin. Drittliga aus der Damen. Das emotionale Derby zum Jahresbeginn, in dem es darauf ankommt, so schnell wie möglich die Emotionalität abzulegen. Natürlich nicht ganz, Leidenschaft gehört zum Handball dazu. Aber sich aufs Handballspiel zu konzentrieren und die Leidenschaft in dieses Spiel zu legen, anstatt in die Überlegung des Prestiges, des Derby-Erfolges, denn der geht nur über das harte Spiel. Am Ende ist es eben doch nur ein Handballspiel. Und das wird begonnen vom SV Grünwald-Schwerin. Stefan Nilas am Anwurfkreis mit dem Ball. Und es geht los. Die Musik verstummt in der Halle, die sehr, sehr gut gefüllt ist. Nicht nur von den Rostockern, sondern auch von den Schwerinern, die hier schon ordentlich Alarm machen. Es wird eine hochemotionale Partie. Von den Rängen auf jeden Fall. Schauen wir, was da rauskommt. Rostock mit einer 5:1 und Schwerin mit Badl auch nicht nur besser, sondern auch übertreten. Es gilt jetzt erstmal, sich ins Spiel reinzufinden, Gefühl aufzunehmen für dieses Spiel. Es war jetzt so zu spielen, das 1:0 für den Rostocker AC. Nele Reimer. Und auf der Gegenseite Vivian Erdmann. Ausweistreffer für die Gäste, erfolgreich, die 25, Vivian Erdmann. Ja, so schnell ist der erste Fluss dahin. Schwerin sehr gut reagiert, Vivian Erdmann mit einer tollen Einzelleistung. Gute Kreis zugestellt von Schwerin. Passives Spiel angezeigt, es muss sie abschließen. Isabel Dove. Und das schnelle Spiel über außen vielleicht. Dann am Kreis, Lars, 2:1. Schäle, da konnte nicht hin, die Abwehr gut zugestellt von Schmarin und direkt der nächste kommt, der Bartlau, 1:3. Ja, kalt und emotionslos steht Schmarin in der Abwehr und genau deshalb führen sie jetzt auch. Der Ball am Tor vorbei von Nele Reimer. Felker schön, Erdmann. Das ist hervorragend gespielt, das ist klasse Handball. 4:1. Selbe Spielbereitung, nur andersrum, jetzt ist die Lücke da für Schäle. Aber Pöschel hat den Ball. Und direkt der nächste Gegenzug. Jander verliert den Ball. Es gibt Einwurf von der Ecke. We'll be right back.
Hör mal, Paul. Von Stefanie Lars. Ah, das ist kein Winkel. Da verrückt Schmerin, die Abwehr sehr, sehr gut. Ah, knapp 5 Minuten auf der Uhr und Lothar Goldschmidt auf der Bank. Der Rostocker pustet ordentlich aus den Backen. Da wird alles Rauch in seinem Kopf. Eine Lösung sich überlegen wollen. Und Tempo-Gegenstoß ist immer eine gute Lösung. Tor für Rostock. Viktoria Schlegel. 2-4. Tor für den RC. 2-4 getroffen hat am 89. Viktoria Schlegel. Ja, Schmerin versteht es gut, das Spiel sehr, sehr breit zu machen, Lücken zu reißen, Erdmann an die Latte. Die Freiwurf für Grünwald Schmerin. Gibt erneut Freiwurf. Richtig, und gelbe Karte. Gegen Nele Reimer. Schön hinterher gestoßen. Passives Spiel angezeigt. Erdmann muss abschließen jetzt. Und er geht übers Tor. Das ist dann auch klasse zugestellt vom RAC. Guter Block von Feldkerl und Künzel. Aber den haben sie auch nicht richtig aufgerissen gekriegt. Oh, das ist ein klasse Kreisanspiel. Tor für Rostock. Lisa Goldschmidt. Mit dem 3-4. Schöne Finte von Künzel und kriegt den 7 Meter. Oder geschubst von Caroline Schalock. Und der Ball ist drin, Vivi Bartlau trifft den 7 Meter. Und das war schön rausgespielt, er steigt sie hoch und netzt ihn ein zum zweiten Mal. Reimer zum 4-5. Erdmann an den Pfosten. Nimmt er sich den Wurf, weil er keine Gegenwehr kriegt.
habe zu langsam gespielt, um mich bei Rina abwärts zu überrumpeln. Einen Kreis gespielt und gibt den 7 Meter für Lisa Goldschmidt. Und Schlegel bekommen. Wer den 7 Meter werfe. Gegen Anna Pöschel. Ganz sicher verwandelt. Da reden gleich wieder Tempo aufgenommen. Felkel, Tor! Natürlich Felkel ab. Ist natürlich richtig. Kerstin nehmen als Felkel. Die Gäste getroffen hat die 19 Kerstin Lars. Oh, da ist die Riesenlücke. Schäle, Tor. Haben sie den kompletten Schwer in der Endlock rüberrücken lassen und dann ist alles frei. Tor für den RC 6 zu 6. Was kommt nach uns weg? Lisa Schäle. Schön durchgesetzt von Künzel. Toffe, die beste 6 zu 7 trifft nach dem 9 über die Künzel. Gut aufgepasst. Stürmer faul gepfiffen. Gegen Isabel Duva, aber es war auch klasse aufgepasst. Von Lars. Die Anspielstation wegnimmt. Und damit die Variante zunichte macht. Badlau gern 7 Meter gehabt. Gibt nur Freiwurf. Schön eröffnender Pass. Und Erdmann, klasse gespielt. Badlau mit dem Treffer. Das ist natürlich ein probates Mittel gegen eine aufgerückte Abwehr. Und das Tor von Reimer. Der dritte Treffer. So, erstmal nochmal auf den schnellen Gegenstoß von Schwerin. Labs. Und da gibt es noch Elf hinterher. Gegen Duwe. Tor für die Gäste. 7 zu 9 getroffen hat die vier Schnepper im Platz. Ja, da war die komplette Rostocker Abwehr noch nicht. Oder auch bei der Weg vom Kreis wie Stefanie Lars, das darf natürlich nicht passieren. Das ist ein viel zu einfaches Tor. Da sind wir ein bisschen im Positionswechsel bei Rostock. Schäle ist rausgegangen, Schmidt jetzt auf der Position, bevor er Reimer war, und Reimer auf der Schäle-Position. Schönes 1 gegen 1 von außen. Sagen, traut sie sich denn nicht? Da ist der Ball noch drin. Schalock. 8-9. Und Erdmann direkt durch, wieder an Schalock. Beziehungsweise an Tolz ist es ja in der Halle. Caroline Schalock.
und Rostock mit dem schnellen Schallock erneut und sie trifft wieder. Nein, nein. Oh, schön gespielt und Schwerin, aber auch gut verteidigt vom RAC. Jetzt bleibt Bartlau liegen. Da scheinbar was ins Gesicht bekommen, Vivian Bartlau. Sie steht wieder, die 33. Gäste, Vivian Bartlau. Ja, Handball ist kein körperloser Sport, da geht schon zur Sache. Aber das weiß sie auch. Beißt auf die Zähne, es geht weiter. Ja, knapp 15 Minuten gespielt, jetzt 9:9 der Spielstand. Oh, Janda verliert da den Ball. Jetzt müsste Rostocker schnell spielen, aber die Schweriner sind zurück. Nichtsdestotrotz jetzt die Chance für Rostock hier erneut in Führung zu gehen. So Freunde, wir haben Ballbesitz. Die Trommel gibt den Takt an. Reimer, schöner Einzelleiter gibt es den 7 Meter gegen Künzel. Das ist arg erboten, ist aber nicht gegen die Schiedsrichter, sondern gegen ihre Mitspielerinnen, die sie da so allein gelassen haben. Konnte sie nur das Tor finden, den 7 Meter aber nicht. Schlegel mit dem zweiten Versuch gegen Anna Peschel. Sicher verwandelt. 10-9 für Rostock. Und Labs, klasse Tor. Nutzt sie die Lücke. Zehntes Tor für Schwerin. Getroffen hat die 19. Kerstin Labs. Passives Spiel angezeigt. Schönes Kreisanspiel, das ankommt. Und dann gibt es die gelbe Karte gegen Erdmann. Und 7 Meter. Und für den 7 Meter kommt jetzt Naomi Susanna Nabilek. Und sie versucht es gegen Viktoria Schlegel. Und sie hält ihn! Aber der Ball ist trotzdem drin! So geht's auch! Tor für den RAC 11:10! In der Statistik wird das jetzt als verworfen gewertet! Wird Viktoria Schlegel vollkommen egal sein! Janne, Pfosten! Verbreitet etwas zu wenig Gefahr auf der Seite, Jessica Janne. So, komm, das hat eben so schön geklappt. Und jetzt die Möglichkeit für den RAC erstmalig mit 2 Toren in Führung zu gehen. Und
Klasse, Labs, dazwischen. Pass auf Erdmann, Tor. Der Ausgleich. So schnell geht er. Der nächste Abfang, diesmal Labs. Und Schmidt verhindert den Tempo-Gegenstoß. Achten wir drauf, Schmerin in der Lage, ganz schnell auf einmal das Spiel anzuziehen. Schnell zu machen. Erdmann. Vierter Treffer. Ja, eben hatte Rostock noch die Chance mit 2 zu führen. Hey, was für ein Tor. Lena Schmidt. Das hätte ich auch gedacht, was nicht mehr erinnern kann, das könnte ich auch. Tor für den Jahr 12 zu 12, erfolgreich unsere 15, Lena Schmidt. Oh. Ballverlust. Der lange Ball auf Schläger wäre es jetzt gewesen, sie war völlig frei, haben sie nicht gesehen. Wieder Schmidt, scheitert am Block. Von der Schweriner Bank wird Aktivität in der Abwehr eingefordert. Und Pöschel hält gegen Dufe. Aber es war eben weder richtige gute Abwehrarbeit von Schwerin, noch wirklicher Angriff von Rostock. Deswegen wurde es auch nicht. Und jetzt der Tempo-Gegenstoß. Reimer gegen Erdmann. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen Vivian Erdmann. Und sicherlich 7 Meter. Ja, wollte er erst gelbe Karte ziehen. Aber das geht natürlich nicht, denn Erdmann hat ja schon gelb gesehen. Und da es eben so gut klappte, mit Nabilek, da hat sie nochmal ins Tor. Und weil Schlegel den Ball trotzdem reingemacht hat, darf sie jetzt auch nochmal werfen. 7 Meter Nummer 4. Und er ist wieder drin. Das ist ihr fünfter Treffer. Tor für den RAC, 13 zu 12, erfolgreich, 20 Meter Punkt. Raus in 80, Viktoria Schlegel. Meine Umstrafe gegen die Gäste für die 25 für Vivian Erdmann. Ja, auch wenn man hier hört, die Trommeln und die Trompeten von den Schmerinern. Man merkt diese gespannte Ruhe beim Rostocker Publikum. Man führt mit 13 zu 12. Man ist in Überzahl. Und die Abwehr arbeitet gut. Klasse Kreisanspiel. Stefanie Lars mit dem Abschluss. Ja, so kann man es natürlich brechen. Ihr dritter Treffer. Reimer am Tor vorbei. Da läuft die Unterzahl ideal für Schmerin. Der Ball von Pöschel auf Bart Lau, der ist drin. Und die Führung für Grünwald Schmerin. Ja, glaubt man das dann? Und Auszeit genommen vom RAC. Lutzka auf Schmeriner Seite lächelt. Erfolgreich für die Gäste, die 33 hier in Markau. Oh, das ist aber eine faire Hilfe vom Einsprecher hier in Rostock, das muss man auch mal so sagen. An der Anzeigetafel erschienen. Der Spielstand 14-13 für den RHC. Stimmt so nicht ganz Spielstand. Jetzt auch korrigiert 13 zu 14. Wenn die Heimmannschaft um einen falsch liegt, wird das öfter mal angemacht.
andersrum, ganz offiziell. Und auch nicht als Anweisung gesprochen, sondern als Irritation, wo er es selber anders auf dem Zettel hatte. So, 8 Minuten in der ersten Halbzeit noch. So, sagt er, 8 Minuten noch, 22 Minuten sind gespielt in der ersten Hälfte. Und ich denke, Lothar Goldschmidt wollte etwas Ruhe in seine Mannschaft bringen. Soll wieder klare Aktionen spielen. Damit kommt man zum Erfolg, gerade in Überzahl. Wollen eben ausnutzen, dass sie eine Spielerin mehr auf dem Feld haben. Überaus das Spiel breit machen, wie es Schmerin verstanden hat. Und Pöschel hält, aber Scharlock bekommt den Ball und schenkt ihn wieder her. Und das Tor! Welch eine kuriose Szene! Lisa Goldschmidt sagt Danke. Er hält Anna Pöschel diesen Ball. Dann gelangt der Ball zurück zu Rostock. Aber Scharlock, die wirft den Ball weg zu Künzel. Künzel nimmt ihn auf und schenkt ihn an Goldschmidt, die ins leere Tor einwerfen kann. Dann Anna Pöschel war nach vorne geil. So, Schwerin jetzt wieder vollständig. Trotz alledem die Unterzahl gewonnen, man kann Schmerin zufrieden sein. Stürmerfoul entschieden. Warum? Kann ich jetzt nicht sagen. Schiedsrichter haben nichts angezeigt. Ich habe da auch nichts sehen können. Reimer, schöne Finte. Und Scharlock von außen, wieder Reimer. Tor! Treffer Nummer 4. Dann haben wir noch knapp 6 Minuten auf der Uhr in der ersten Hälfte. 15-14. Oh, klasse Kreisanspiel! Lars! Offensiv ein Festival bisher. Klasse, die Variante zugestellt von Labs und Lars. Reimer, jetzt geht sie selbst und da ist das Schrittfehler, würde ich sagen. Wenn er aus, wäre besser gewesen. Labs scheitert. Auf Rostocker Seite wurde wieder gewechselt. Schiele jetzt zurück im Spiel. Und Reimer geht wieder auf halb links. Und Lab stürzt da raus. Und jetzt gibt es Gelb gegen Kerstin Labs. Oh, passives Spiel angezeigt. Duwe, klasse Kreisanspiel. Und das Tor. Haben sich alle Schweriner auf einen Wurf eingestellt. Und den Kreis vergessen. Und jetzt Auszeit genommen von Lutzgau. Und der Griff an den Kopf lässt nicht viel Gutes vermuten. Zufrieden ist er mit der Leistung nicht, zumindest nicht defensiv. 27. Minute, Auszeit genommen vom Gästespieler von Lutzgau. Bisher können wir auf jeden Fall sagen, 4 Minuten vor Ende der ersten Hälfte haben wir bisher ein tolles Handballspiel gesehen hier. Torreich,
31 Tore bereits nach 26 Minuten ist für ein Frauenspiel auch nicht unbedingt gewöhnlich. Wir haben eine tolle Stimmung hier in der Rostocker Halle. Und die Schmeriner haben sich jetzt schon wieder aufs Feld gemacht. Und es geht weiter. Ich bin gespannt auf die Veränderungen, die wir oder ob wir Veränderungen sehen werden im Schweriner Spiel. Erdmann wieder das Kreisanspiel gesucht auf Lars. Das kommt nicht an. Und dann fast derselbe Wurffehler wie vorher von Künzel. Oh. Ah nee, gehen zurück. Ich dachte, jetzt spielen wir 4-0-2 auf Schweriner Seite. Und das ist klar, das Schlegel. Das ist schon gut aufgepasst. Lars mit dem Sprungwurf. Ja, das kann's auch. Treffer an die Lars. Ist er ja nur im Kreis zu sehen. Treffer noch 5. Reimer scheitert an Pöschel. Jander sichert den Ball. Dann erscheint er erneut von außen. Schnell gespielt. Chile, Sherlock, das ist kein Winkel zum Werfen von außen. Und da sehen wir die Rostocker neben uns hier genauso. Zwei Minuten noch in Halbzeit 1. Und man hat so bei der Stimmung in der Halle das Gefühl, es ist zwei Minuten vor Ende des Spiels. Oh, Fehlpass. Künzel fängt ihn ab. Auch der ist weg. Und die Kapitänin spricht ein Machtwort, Isabel Duwe. Ruhe. Okay, 1:20 noch. In Halbzeit 1. Reimer steigt hoch. Pöschel ist da. Eine Anspielstation für Erdmann. Künzel mit ihrer ganzen Gewalt. 30 noch, 16, 16, 17. Oh, Fehlpass, Lars mit dem Tempo-Gegenstoß. Ah, die falsche Anspielstation gewählt. Künzel bekommt da nichts, 15 Sekunden sind es noch. Schön über Sherlock gespielt. Richtig. Und das Tor. Lisa Goldschmidt mit dem Ausgleich, jetzt sind es noch 3 Sekunden, Lars, und das war's. 17:17 zur Halbzeit, in einem tollen Spiel bisher zwischen dem Rostocker HC und dem SV Grünwald Schwerin. So, und dann sind wir wieder.
Dritte Liga Osterdamen Rostock AC gegen den SV Grünwald Schwerin. 17:17 der Halbzeitstand. Und Rostock beginnt diese Hälfte. Wir haben eine gute schwungvolle erste Halbzeit gesehen, in der Schwerin zwar als erstes die Derby-Nervosität abgelegt hat, aber Rostock früh genug aufwachte. Und jetzt. Aber Schwerin ist wieder jetzt wieder sehr zur Tor machen. Wir im Badlauf mit der Führung zum 18:17 für Schwerin. So, komm, wir haben ein Derby. Von Anfang an brauchen wir die Halle. Reimer, Pfosten. Und das Tor dann von außen, weil dann alles völlig frei war. Jenny Schläge, erster Treffer. 18:18. Und schon klappt das Tor für den RAC. 18:18 erfolgreich. Unsere vier, Jenny Schläge. Ja, wir haben Veränderung bei Schwerin auch. Janda, der dieses ganze Spiel gefunden hat, ersetzt von Steffi Dubö. Und Reimer mit dem Tempo-Gegenstoß und der Führung für den RAC. Treffer 5 für Nele Reimer. Badlau, Stürmerfoul. Nele Reimer. Badlau kam noch mit sehr viel Schwung. Reimer wieder. Pöschel. Aber Schalock sichert den Ball. Rostock bleibt den Ball besitzt. Bei den Würfen von Reimer. Auch wenn der Ball selber nicht im Tor landet, es gibt immer wieder eine Möglichkeit für Rostock dann nachzusetzen. Duwe. Scheitert am Block von Künzel. Und Dube, ich glaube, jetzt hat sie die eigene Mitspielerin angeworfen und der Tempo-Gegenstoß von Dube verhindert. Gegen Dube. Tempo-Gegenstoß von den Schiedsrichtern unterbunden. Stand wohl nicht ganz auf der Linie. Kerstin Lapp. Das ist schön gespielt jetzt über außen. Badlau kriegt den Schubs mit und das gibt 7 Meter und eigentlich auch 2 Minuten. Eine Verwarnung hat sie schon. Genau, das ist die Absprache der Schiedsrichter. Da muss er die Hände weglassen. Auch wenn der Rostocker Trainer mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Aber das Reklamieren sollte er unterlassen. Das hilft nicht. Während wir im Badlauf wieder auf den Beinen ist und sagen, Entscheidung vollkommen berechtigt. Künzel. Gehalten und jetzt sehen wir das, was wir auf der auf demselben Tor, aber mit Viktoria Schlegel schon mal gesehen haben. 7 Meter gehalten, wunderbar von Annelie Freitag. Aber das Tor, das macht dann doch Wendy Künzel. Und Schwerin reagiert, nimmt Reimer aus dem Spiel. Und Reimer geht nach außen.
Ich denke mal, würden sie jetzt von außen des Öfteren holen. Jetzt wird es auf Schläge und Schäle ankommen. Dube, ja, wo wollt ihr da hin? Da wollt ihr sich festmachen lassen. Und Grunze macht sie nicht fest. Dube mit dem Treffer von außen. Das war jetzt nicht nur ergreifend cleverer gespielt vom SV Grünbach-Sparin. Ja, Chile Glück, dass er den Freiwurf zugesprochen bekommt und geht auch wieder aus dem Spiel. Ist bisher nicht ihrs. Ist ja wieder genesen, noch nicht ganz wieder auf dem Damm scheinbar. Schlegel, klasse Ball. Jenny Schlegel. Er hat mal mit Schwung, oh, der Ball darf nie rein. Dann könnt ihr leider nicht sehen, liebe Zuschauer. Die Kommunikation zwischen Lothar Goldschmidt auf der Rostocker Bank und seiner Torhüterin. Hast du gesehen, von wo die geworfen hat? Und erneut der Ballgewinn von Schwerin. Sagen falsche Sperre gepfiffen gegen Stefanie Lars. Oh, das war. Wird zurückgepfiffen. Und es gibt zwei Wege in Reklamation gegen Anna Pöschel. Auch ungewöhnlich. Aber der Schiedsrichter sitzt am längeren Hebel, da sollte man nicht reklamieren. Auch wenn ich da nicht sehen konnte, warum sie die Aktion von Vivian Erdmann zurückgepfiffen haben. Sah für mich sauber aus. Den Rostocker wird es egal sein. Jetzt Überzahl. Dube ist dafür rausgegangen. Und Goldschmidt macht den Treffer. Treffer 5. Für Lisa Goldschmidt. 21-21. Lisa Goldschmidt. Rostock weiter mit dieser 5-1. Ja, eigentlich mit der Manndeckung für Künzel und der Ball landet am Pfosten. Und jetzt muss gewischt werden. Ja, die Verletzungsgefahr minimieren. Darum geht's. Kannst gleich weitermachen, Marco. Ja. Und jetzt geht's weiter. Noch keine Anspielstation. Reimer, schönes Kreisanspiel. Das ist hervorragend gespielt. Treffer Nummer 6 für Goldschmidt. Da beweist sie eine Menge über sich. Lisa Goldschmidt. Lab von außen.
scheitert am Freitag. Und die Chance hier in Überzahl für den RHC mit 2 Toren in Führung zu gehen. Das, was in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat, vielleicht in der zweiten ein gutes Überzahlspiel. Schiele scheitert an Nabelek und Schwerin ist wieder voll und Dube war weggeheilt. Das war eine Situation, die im Eishockey ganz typisch ist. Man kommt von der Strafbank und dann ist man frei in der Mitte zum Gegenstoß. Und genau die Situation hatte Steffi Dube eben. Kommt von der Bank und ist dann völlig frei, hätte den Tempo-Gegenstoß laufen können. Bekommt den Ball leider nicht. Erdmann, tolles Tor. Schön hochgestiegen gegen Schäle. Auch schon der 6. Treffer von Schmarins, 25. Hat Schiele nicht getraut hochzusteigen. Von außen jetzt Reimer. Schlechter Winkel. Aber das Spiel jetzt nach 10 Minuten der zweiten Halbzeit hat das Tempo nicht halten können aus der ersten Hälfte. Wäre dann vielleicht auch zu schön gewesen. Trotzdem noch ein unheimlich intensives Spiel. Klasse, Kreis, Anspiel auf von Labs auf Lars und die wirft das Ding über das Tor. Da kannst du auch nichts machen, da musst du einfach mal durch. Und jetzt Stefanie Ernst, ich nehme an, im Angriff-Abwehrwechsel für Vivian Erdmann bei Schmerin auf der Platte. Wobei Rostock, Katrin Horke auf der Mittelposition. Klasse, Kreis, Anspiel kommt. Kriegt sie den Ball nicht und hat Glück, dass sie den Freiwurf bekommen. Hätte hier in Rostock, die würden gerne klatschen, aber vor Spannung ist das kaum möglich. In der Anspannung Schlegel, scheitert an der Pöschel. Der lange Ball jetzt auf Steffi Dube, der kommt an. Was für ein Konter von Grönwald-Schwerin. Zweiter Treffer für Steffi Dube, 22-23. Ich hoffe, die Gäste in 22-23 erfolgreich dies zu Stefanie Dube. Einmal wieder gut von Labs angenommen. Da wird sie auch viel zu früh angenommen, hätte gerne 7 Meter gehabt. Der Ball von Dube abgefälscht, es gibt den Einwurf von der Ecke. Die Schüsse ja schauen schon, das sieht nach kleiner passivem Spiel aus. Angezeigt, da kann sie selber gehen. Horke am Tor vorbei. Ja, bei der Rostock fehlt jetzt ein bisschen die zündende Idee, Sachen zu lösen. Künzel geht da durch, bekommt den 7 Meter. Und es gibt noch 2 Minuten hinterher. Für Katrin Horke. Und nachdem Künzel verworfen hat, jetzt
Bartlau zum 7 Meter. Tolles Tor. Freitag in der richtigen Ecke, aber kommt nicht an den Ball. Sechstes Tor für Bartlau. Tor für die Gäste 22-24 bei der 7 Meter. Erfolgreich die 33 Linien Bartlau. 2 Minuten Strafe gegen die Dolphins. Gegen den RHC von der Platte unsere 2, Katrin Borke. Schwerin jetzt mit Manndeckung wieder gegen Reimer. Oh, der Wurf von Goldschmidt unvorbereitet. Und ich krabbe voll genug gegen Anna Pöschel. Und jetzt wird es schwierig für den RHC. 22-24 und Unterzahl. Lab, schönes Kreisanspiel, Lauf Lars. Und die 3 Tore Führung für Grün-Weiß Paris. Uwe, nutzt die Lücke nicht. In der Pass, aber Schwerin steht gut. In Überzahl eben. Dube will sich da wieder festmachen lassen. Reimer! Das gibt 7 Meter und das gibt auch 2 Minuten. Nee, gibt es nicht. War ich mir eigentlich sicher, dass es da noch 2 Minuten nachgibt. Aber für den 7 Meter. Viktoria Schlegel, sie scheiterte nur einmal. Da war der Nachwurf dann drin. Und jetzt? 5 der 7 Meter. Am Ende steht zum 5. Mal das Tor. Treffer Nummer 6. Für Viktoria Schlegel. Tor für den 23-25. Der 7 Meter erfolgreich und 83. Viktoria Schlegel. Hocke wieder mit dem Feld, Rostock also wieder komplett. Vielleicht eine kleine Initialzündung jetzt, nach 15 Minuten in der zweiten Hälfte. Da waren nicht alle aus dem Kreis, deswegen muss der Freiwurf ausgeführt werden. War nicht schlecht von Bartlau, hab nichts gehört, war so laut hier. Die Dritte hatte sich wieder zurückgepfiffen. Ja, das war dann zu durchsichtig von Labs. Wieder das Kreisanspiel auf Lars. Ein Abbruch und jetzt der ruhige Aufbau. So, die Mädels kämpfen. Ich glaube, sie brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Horke wird da von Bartlau weit verfolgt. Und es gibt 7 Meter. Abwehr im Kreis. Sagen die Schiedsrichter. Und Anna Pöschel. Gegen Viktoria Schlegel. Und diesmal hält Pöschel. Und es gibt Freiwurf für Rostock. Also auch der Ball diesmal nicht drin von Schlegel. Beim Nachwurf. Aber Rostock bleibt im Ballbesitz, hat weiter die Chance auf ein Tor zu verkürzen. Schwerin wieder in Manndeckung gegen Reimer. Das bringt gar nichts. Pfosten, Treffer. Und Pöschel hat den Ball, bevor er den Raum verlässt. Künzel setzt sich durch, starkes 1 gegen 1, Freiwurf.
Fährt man scheitert am Freitag? Ja, Erdmann. Er musste abschließen. Passive Spieler angezeigt. Am Tor vorbei. Also Rostock erneut mit der Chance. Auf einen zu verkürzen. Oh, Hocke verliert den Ball. Die Bewegung war gut. Die Idee war gut. Erdmann scheitert wieder an Freitag. Nee, am Block. Am Block und deshalb gibt es einen Wurf von der Ecke für Schmering. Verteidigt Rostock jetzt gut da hinten. So, der Erdmann, da fasst er doch durch. Innenpfosten. Aber rausgespielt ist auch was anderes. Das geht auch die Substanz, da sieht man, Vivian Erdmann noch an, hat sich gerade hingesetzt. Daniela Ernst in der Abwehr dafür wieder im Spiel. Einmal erst mit dem Fehlpass. Künzel, Pfosten. Und Auszeit genommen von Goldschmidt. Vom Rostocker HC. Muss ein bisschen Ruhe, ein bisschen Selbstvertrauen in seine Mannschaft reinbringen. Ich mache das in der Abwehr gut. Sie stehen sehr, sehr gut. Schwerin hat da nicht das Bademittel, nachdem die Bälle an den Kreis wegfallen. Nichtsdestotrotz führt Grünwald Schwerin hier mit 23 zu 26 und hat alle Trümpfe auf ihrer Seite. Und so sind auch die Ansprachen gestaltet. Rostock sehr, sehr ruhig, es ist sehr, sehr viel möglich, es ist alles drin, aber wir müssen konzentriert spielen. Und Lutz Gau bringt ein wenig Feuer in seine Mannschaft. Die müssen mit Elan den Gegner möglichst direkt nach der Auszeit überrennen, um ihn zu demoralisieren. Weiter geht's. Jetzt 20 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. 10 Minuten haben wir noch. 3 Tore vor für den SV Grünwald Schwerin. Gut aufgepasst am Kreis von Künzel und Ernst. Und wieder versucht das Kreisanspiel, das scheint das Mittel zu sein, oder gibt es den 7 Meter? Und das ist wenn der Ball ankommt, wenn sie den Ball unter Kontrolle kriegt, ist es 7 Meter. Auch wenn das dem Gegenspieler nie gefällt. In dem Fall. Benny Künzel. Und Lisa Goldschmidt am Boden liegen geblieben. Der Fuß wehgetan. Isabel Duwe gegen Anna Pöschel versucht sie nervös zu machen. Duwe trifft.
verkürzt auf 24:26. Tor für den RC 24:26 erfolgreich, unsere 5, Isabel Duppe. Und wieder das versuchte Kreisanspiel, wieder aufgepasst vom RAC. Ist das das ausgegebene Mittel? Doch wieder den Kreis suchen. Ob das zum Erfolg führt, ich habe so meine Zweifel. Oder soll das angedeutet werden und jetzt die entsprechende Möglichkeit gesucht werden? Die Alternative. Schauen wir mal. Jetzt erstmal der RAC. Reimer mit viel Schwung. Von Labs gut aufgenommen. Das Kreisanspiel. Mehr blind von Duwe als alles andere. Und der Schweriner Konter. Bartlau. Freitag hält den Ball. Reimer bricht ab, muss abbrechen. War ja kein richtiger Angriff, es war ja nur ein Tempo-Gegenstoß und die Hälfte der Schwerinerinnen war ja noch hinten. Schlegel, er ist drin! Jenny Schlegel, dritter Treffer. Und jetzt ist es Lab. Da hat sie die Lücke gefunden, da waren sie noch nicht sortiert auf Rostocker Seite. Ebenfalls dritter Treffer. So kommt man natürlich nicht ran. Und Lutz Gau sorgt ein bisschen für Ruhe in seiner Mannschaft. Dass man sich nicht gegenseitig hadert, weil mit Hadern kommt man nicht weit. Man muss zusammenhalten als Mannschaft. Erster Angriff gegen Reimer, dann das Stürmer-Foul, deswegen Freiwurf für Rostock. Duwe scheitert wieder mit ihrem Wurf. Glück für Schwerin, dass sie den Ball weiter erobern können, aber passives Spiel angezeigt. Bartlau muss jetzt. Fehlpass. Oh, der lange Ball. Reimer. Und den Ball jetzt gibt es neben der Schiedsrichter Auszeit. Es muss gewischt werden. Wieder Anna Pessel am Ball, diesmal gegen Lena Schmidt. Klasse Pass auf Duwe und so spielt man einen Tempo-Gegenstoß. Treffer für Duwe und 3 Tore Führung für Schwerin. Und das hat 5 Minuten vor dem Ende sowas Vorentscheidendes. Auch wenn man es im Handball natürlich nicht sagen kann. Klasse Pass an den Kreis, der ist drin. Goldschmidt. Treffer 7. So, für den RC 26:28 getroffen hat unser
Nummer 13, Lisa Kutschmidt. Das hängt zu wenig von Schmerina Freitag. Fast gefangen der Ball. Tempo Gegenstoß. Reimer mit der Schürze. Gehalten von Anna Pöschel. Ja, ist es denn wahr? Reimer schön gespielt. Der Ball kommt nicht ganz an. Zurückgepfiffen. Eine Millimeter-Entscheidung. Wenn der Schiedsrichter hier angreift, heißt es entweder Dube frei durch oder so, Bartler frei schon, durch. Das sieht ja schon gut aus. Jetzt mal die Mitte. Oh. Reimer verärgert. Also Glück, dass er dafür nicht zwei Minuten sieht. Geht runter. Schäle kommt für Reimer. Pass an den Kreis auf Goldschmidt. Passives Spiel angezeigt. Rostock muss abschließen. Schmidt scheitert am Block. Und Dube ganz erfolgreich beim Tempo Gegenschuss. Treffer Nummer 4. Für dieses Spiel ein Zugewinn beim SV Grünwald-Schwerin. Das war Jessica Jander. Nicht gelang in der Halbzeit 1, gelingt ihr in Halbzeit 2. Okay. Schäle, Idee richtig, Ausführung nicht. Ball von Schäle kommt nicht an. Ball Schalock. Der Ball ist weg. Und jetzt sind es noch 2,5. Die Bank hat noch nicht aufgegeben bei Rostock. Lieder Goldschmidt schreit ihre Abwehr an. Da verdeckt der Schrittfehler aus. Und das Tor von Bartlau. Und da gab es sogar noch einen Schubser. Auch das hätte durchaus 2 Minuten geben können. Und das war dann die Entscheidung hier in Rostock. 2 Minuten vor dem Ende. 26:30. Horke scheitert an Pöschel. Und Auszeit genommen von Lutzgau. Natürlich, jetzt noch ein bisschen Zeit rausnehmen. 1,5 Minuten sind es noch auf der Uhr. Ja, es läuft die 59. Minute. Auszeit genommen von Lutzgau. Ja, die Luft bei den Rostockern ist ein bisschen raus. Das muss aber nicht sein. Das müsste man jetzt, muss man jetzt hier noch vernünftig zu Ende spielen, ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. Sie haben es hier ein tolles Spiel gemacht. Haben lange gegengehalten gegen Grünwald-Schwerin. Die am Ende die etwas größere Qualität zeigten und deshalb hier letztendlich mit 4 Toren führen. Labs mit der Lücke. Es gibt 7 Meter. Gegen Nele Spiekermann. Und Torwartwechsel. Roxy Quester für den 7 Meter.
Gegen Vivian Bartlau. Und der Ball im Tor. Treffer Nummer 8 für Vivian Bartlau. Und Hocke mit dem Treffer aus dem Rückraum. Der ging über viele Hände, über den Block, über Anna Pöschel. Labs, über das Tor, etwas überhastet. 10 Sekunden noch. Fehler mit dem Pass zu weit. Und dann ist hier Schicht im Schacht. Der SV Grünwald-Springen gewinnt das Derby beim Rostocker HC mit 31-27. Und wieder geht Rostock mit einer guten Leistung ohne Punkte vom Feld, wie im Hinspiel gegen Schwerin. Und Lutz Gau bleibt als Triumphator stehen und gewinnt wieder gegen Rostock. Pressekonferenz direkt auf der Platte. Also bleibt ruhig noch 2-3 Minütchen hier in der Halle. Wir machen einmal offiziell das Pressekonferenz hier nach der Partie in der Liga Ost zwischen dem Rostocker HC und SV Grünwald-Schwerin. Ja, Endstand steht noch dran, 27:31 für die Gäste. Ich habe hier bei mir den neuen Trainer, muss man ja auch sagen, aus dem Dezember. Lutz Gau, Glückwunsch zu Sie. Und natürlich unseren neuen Trainer Lothar Deutsch. Die erste Frage, Lutz und ich, wir haben eben schon so ein bisschen geblauscht, wie du sagst, man muss es. Wenn das Spiel angekündigt wird, muss aus dem Kopf sein, dass es ein wichtiges Spiel ist, dass es ein Derby ist, sondern man soll sich auch mal konzentrieren. Ihr seid gut gestartet, dann kurz ausgeglichen, am Ende 4 Tore Vorsprung. Erzählen einfach, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Uns war natürlich klar, dass man das Spiel hier nicht in 30 Minuten gewinnen kann. Wir müssen in der 60. Minute vorne sein. Ich habe mein Jahr in der Halbzeit gesagt, es ist alles im grünen Bereich, wir müssen unsere Fehler minimieren. Wir müssen das, was du gerade gesagt hast, aus dem Kopf rauskriegen, dass es ein Derby, dass es ein besonderes Spiel ist. Spielt einfach Handball und dann werden wir auch die Möglichkeit haben, Tore zu erzielen. Und ich glaube, das war ein ganz ordentlich umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du das Hinspiel gesehen hast. Ich kann mich also gut an die Tore zum Spiel erinnern. Gut gestartet, also jetzt auch in die Runde gestartet, wie auch in die Hinrunde. In der Hinrunde hat deine Mannschaft ein bisschen abgebaut, obwohl ja eigentlich viel mehr in der Truppe steckt. Wie sind einfach die Ziele für die Rückrunde? Ja, ich kann nicht dafür sprechen, was vorher passiert ist. Ich habe die Mannschaft übernommen, die Mannschaft ist intakt. Es ist das zweite Jahr, das bekanntlich immer das Schwerere. Letztes Jahr ist es genial gelaufen und dass es im zweiten Jahr nicht genauso weitergeht, das war sicherlich auch. Klar, aber ich kann natürlich auch nicht, wenn ich Vierter werde, sagen, in der neuen Saison werde ich den Abstieg gewinnen. Also den Abstieg gewinnen. Deswegen sind die Zielsetzungen sicherlich hoch gewesen. Von der Warte her müssen wir gucken, wie weit wir da noch rankommen. Aber wir werden jetzt einfach nach vorne schauen, versuchen, die möglichen Punkte einzutragen, wo es vielleicht einmal hingeht, dann sehen. Klare Worte sind Fragen, wenn wir es glauben. Lutz, dann sage ich schon mal Dankeschön. Wende mich zur anderen Seite. Lothar, 27:31, Derby verloren. Wie hast du das Spiel gesehen? Jetzt hier noch kurz. Ich muss zum Spiel, da bin ich erst nochmal ein.
Zuschauern, die da waren, und danken, dass sie überhaupt hier waren. Und erstmal nochmal ein gesundes neues Jahr wünschen und viel Erfolg für alle. Ja, wir haben das Spiel gesehen. Wunderbar, genau. Ja, wir haben vorher gesagt, wir müssen die erste, zweite Welle unterbinden. Von Spree, das ist die stärkste Waffe, die einfach mit Tore und schnell Rückkehr spielen, muss man ganz klar sagen, das haben wir nicht geschafft. Ja, die Position wollte Kretz verspielen, da wir mal einen Plus gehabt heute. Und das haben wir hervorragend gemacht mit den langen Pässen. Da haben wir einfach sehr gut, aber wir waren zu langsam. Und das hat nicht funktioniert, obwohl wir es angesprochen haben. Aber irgendwann ist es dann auch eine Kraftfrage. Wir sind noch nicht so weit, dass das sich problemlos durchsetzen kann. Bei dem ist ja noch irgendwann die Kraft zu Ende. Und musste dann auch mal richtig gut spielen, weil wir da einfach einen großen Nachdruck da haben. Aber entscheidend war einfach wirklich die Kraft, die man wirklich das Rückkehrspiel, das hat schon ganz klar für zu seinen Nutzen entschieden. Und das machen wir gut und das ist die stärkste Waffe und da haben wir Nachholbedarf. Nach dem, ja, ich würde mal sagen, 1-4, die Nummer 1-4, die Chance 1-4 im ersten Durchgang. Deine Truppe hat sich wieder gekämpft, stand lange Zeit unentschieden. Was hat gefehlt? Ja, die letzte Konsequenz dann, ne? Auch vorne die Ballverluste, die wir dann hatten, manchmal zu schnell einfach abgeschlossen. Und da haben wir dann einfach schon die Gelegenheit gegeben, ihre Rückkehrstudie zu gestalten. Und auch die nötigen Konsequenz hinten in der Abwehr. Und war dann einfach nicht wirklich gegeben. Aber wie gesagt, ich kann nicht unzufrieden sein. Wir haben lange das Spiel aufgehalten, die Hinwehr, ich glaube, schon Spiel hat sich gezeigt. Und wir müssen weiter arbeiten. Ich habe mich über einige Spieler heute sehr gefreut. Auch über Jay zum Beispiel, die heute wirklich auf der zweiten Reihe mal schön getroffen hat, sich in den Herz gefasst hat. Und wir werden jede Woche hier diskutieren. Von Lisa nach starkes Kreisspiel. Also wie gesagt, es sind viele Lisa. Lena nochmal, auch nochmal danke, die uns unterstützt hat auf der zweiten. Ja, auch wenn das eine oder andere Wesen an den Fingern wieder aufgetragen ist. Also, alles in allem, wie gesagt, sind durchaus positive Dinge, da man nicht mitnehmen kann aus dem Spiel, was richtig gut war. Und die anderen Sachen werden wir analysieren und hoffentlich dann in diesem Spiel gegen Hochstadt abstimmen. Okay, diese Fragen am Montag kommt Schnitt. Viele haben bei uns keine Fragen, alles gesorgt. Dann sage ich, im Namen des Gau, der Heimweg ist ja nicht so weit, aber kommt gut nach Hause und hoffentlich eine schöne Rückrunde für euch und dass wir uns dann nächstes Jahr auch wiedersehen. Habt recht herzlichen Dank. Also Konferenz mit zufriedenem Gesicht, mit zufriedenem Spiel. Am Ende hat sich die Qualität durchgesetzt, kann man das so sagen? Ja, weiß ich nicht, ob es eine Qualität war. Sicherlich war es auch ein Stück weit Glück. Wir haben ja auch fast durchgespielt mit unseren Spielerinnen. Die Kraftfrage war nachher sicherlich auch entscheidend. Rostock hat viel über den Rückraum probiert, dass das nicht 60 Minuten gut gehen kann. Darauf haben wir auch ein bisschen gehofft. Anna hat dann hinten im Tor auch einige gute Bälle gehalten. Die Abwehr wurde zunehmend sicherer und dann konnten wir hinten unsere Konter laufen. Und da haben wir uns dann den entscheidenden Vorsprung mit erarbeitet. Es ging ja fulminant los. 17-17 ist auch kein normaler Handballstand für ein Frauenhandballspiel, gerade in dieser Höhe. Lag das an der guten Offensive oder an der schwachen Defensive? Ja, beides. Sowohl als auch. Also ich kann meinen Damen keinen Vorwurf machen. Es kostet eben immer viel Kraft, wenn man nach vorne geht und wenn man versucht, also mit großem Druck dort zu spielen, dann schleichen sich so einige Nachlässigkeiten in der Deckung ein. Daran müssen wir arbeiten. Das ist sicherlich ein Manko. Wir müssen also dort noch viel, viel konzentrierter werden, um noch mehr Bälle abzufangen. Und der Goldschmidt, der hat es ja auch gesagt, also für uns ist wichtig, dass wir in die erste, zweite Welle reinkommen. Und das geht nun mal nur über eine gute Deckung und über eine gute Torhüterleistung. Du hast selber gesagt, ihr habt wenig gewechselt. Gerade in der ersten Halbzeit hatte man auch nicht das Gefühl, dass man bei der Schnelligkeit des Spiels überhaupt durchwechseln kann. Nein, also ich möchte schon,
dass die Mädels auch ihre Einsatzzeiten bekommen. Das ist nicht immer möglich und ich hoffe, dass sie mir da auch nicht gram sind. Das sind einfach dann auch irgendwo taktische Dinge, die dort umgesetzt werden müssen. Und ich stehe dazu, werde mit den Damen nächste Woche sicherlich bei der Auswertung auch darüber reden. Wir versuchen also schon, den ersten, vom ersten bis zum 12. Spieler alle mit einzubinden. Die sind unheimlich fleißig beim Training, sehr engagiert und das soll dann letztendlich auch belohnt werden. Aber ich kann nun mal nur 6 Leute spielen lassen. Und das ist immer einfacher, bei 10 Toren plus oder bei 10 Toren minus zu wechseln, als wenn es pari-pari steht. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Genau, du hast selber gesagt, die haben viel aus dem Rückraum agiert. Habe ich ein bisschen vermisst, dass man noch mal mehr einen vor. Steffi Lars hat zum Teil die Reimer aus dem kurzzeitig wirklich aus dem Spiel genommen, dass man das nicht mehr gespielt hat. Warum hast du dich dafür entschieden? Na, das war ja auch nur in den Überzahlsituationen. Wenn wir also Überzahl waren, dann sind wir offensiv rausgegangen, um dann also eine wichtige Spielerin von Rostock auszuschalten. Ansonsten, wir wollten schon aus dem Deckungsverband das so machen. Wir haben in Aufschlag so gespielt, erfolgreich. Wir haben zu Hause gegen Alt-Landsberg so erfolgreich gespielt. Wenn dann eine Spielerin 10 Tore wirft, dann habe ich kein Problem. Du hast die anderen dürfen dann nicht treffen. Und das haben wir ganz gut in Griff gekriegt. Die haben also ihre Haupttorschützin gehabt. Die anderen haben wir eigentlich ganz gut eliminiert. Von der Warte her bin ich gar nicht so unzufrieden. Und wenn es dann eben so viele Tore sind, in der zweiten Halbzeit haben wir ja gezeigt, dass wir das Tor also ganz gut absichern können. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Deswegen hat es am Ende gereicht. Lutz Gauer, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Kommen Sie gut nach Hause, genießen Sie noch den Restsonntag. Und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.